Und wer diese Thematik hier nicht mitgekriegt hat, lebt einfach hinterm Mond. Die Verlobung von Monte, die Fremdgeherei, er exposte ihre Fremdgeherei, die monatelang lief, vor ihren Freunden, vor ihrer Familie. Die Mutter steckte mit da drinnen, die Freundinnen steckten mit da drinnen. Sogar seine eigenen Leute, die eingeladen waren zur Verlobung, waren geschockt, denn er hatte nur eine Handvoll seiner Kumpanen eingeweiht, Dokumente bereitgelegt. Jeder hat diese Dokumente erhalten, Chatverläufe, Videos, Fotos, das volle Paket. Und dieses Video ging auf TikTok viral. Es hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer und es waren einfach 1000 Fragen, die im Raum standen. Wir wussten alle nicht, was Sache ist. Dann letztendlich hat er sich dazu geäußert, der Monte. Er war live mit einem Freund von sich, dem Zaza, und das gönnen wir uns. Ich versuche, so wenig wie möglich zu unterbrechen. Auch entspannt zurück in den Hasen. Let's go. Als allererstes möchte ich mich für die netten Nachrichten und Kommentare bedanken. Leider konnte ich nicht antworten, besser gesagt, beziehungsweise beantworten, weil es viel zu viel war. Das Problem ist, TikTok habe ich seit Sonntag, habe ich vorher noch nie gehabt, und ich habe ein bisschen meine Zeit gebraucht, um da reinzukommen. Zu meiner Persönlichkeit, Monte ist mein Name. Vom Beruf aus bin ich Disponent im Anlagenbau. Ich komme aus Ludwigshafen am Rhein. Und Nationalität, meine Wurzeln kommen aus Tunesien. Mich haben heute viele Leute gefragt, wo ich draußen war und die mich gesehen haben, was mich am meisten belastet hat in dieser ganzen Situation. Was mich belastet hat, ist, dass ich es niemandem erzählt habe, bis auf eine Person, eine Vertrauensperson. Und was mich sehr belastet hat und mir auch den Schlaf geraubt hat, war, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter gekürzt habe, sodass ich nicht wollte, dass diese Person, also diese Frau, meine Mutter besucht, weil ich habe mich wirklich geschämt von Grund auf. Meine Mutter hat es erst nach der Verlobungsfeier erfahren, habe ich sie angerufen und habe zu ihr dann gesagt, was Sache ist. Sie hat es mir am Telefon nicht geglaubt, bis ich ihr sogar auch die Beweise vorgelegt habe. Und was mich bei der Sache gerührt hat, ist, dass meine Mutter auch Tränen bekommen hat und ich mich auch wirklich grundaus vom Boden geschämt habe. Ja, das war eine Belastung für mich. Ja, sehr gut, mein Bruder. Also ich wünsche es keinem. Es soll auch keinen passieren. Aber naja, es war eine Lehre in meinem Leben. Ja, man steckt halt mit drin. Weißt du, ich meine, man weiß es nicht. Das Schöne an der Sache ist, ich habe es, bevor ich geheiratet habe, habe ich das mitbekommen. Sie wollte auch unbedingt auf dem Standesamt mit mir gehen. Hier ist auch der Antrag. Ich sollte das unterschreiben. Ich habe es mir nicht mal angeguckt. Drei Blätter, drei Formulare. Bevollmächtigung zur Anmeldung einer Eheschließung. Ja. Geld, geil. Was mich wirklich schockiert an dieser Sache ist nicht, dass das Mädchen einen Fehler gemacht hat oder fremdgegangen ist. Mich hat wirklich schockiert, dass die Mutter dann noch mitgespielt hat. Das hat mich wirklich schockiert im Endeffekt. Apfel fällt nicht weit aber vom Stamm. Aber jedem seins. Ich habe mich wirklich auch von mir selber geekelt. Die Ex lebt noch, ja. Landsfrau Türkin. Hat aber nichts damit zu tun. Ist egal. Hat sie sich entschuldigt? Nein, das war das. Also das hat mich auch schockiert, ehrlich gesagt. Sie hat in ihre Augen keine Reue gezeigt. Die hat sie doch auch nicht. Die hat den Verlobungssaal verlassen und hat dann die Mittelfinger, also beide Mittelfinger ausgestreckt und hat sie uns dann gezeigt. Das hat mich ja auch sehr verwundert. Also man hat wirklich keine Reue gesehen. Ich meine, jeder von uns macht Fehler. Das ist ja gar keine Frage. Aber beispielsweise, wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich auch diesen Fehler nicht wiederholen. Außer mich interessiert es nicht oder keine Ahnung. Oder habt ihr sogar schon geplant, was ich schon vorhabe. Aber wie gesagt, ich kann nicht auf die ganzen Themen leider momentan eingehen. Das Problem ist, ich habe ein Strafverfahren am Hals und ich war auch heute beim Rechtsanwalt und er hat zu mir gesagt, ich soll jetzt momentan nicht von mir so viel preisgeben wegen dieser Thematik. Wir müssen erstmal warten, bis Akteneinsicht kommt. Ich denke, circa 2 Wochen wird es dann da sein. So, die nächste Frage. Also, und ich habe auch noch was zu sagen. Und wenn es geht, bitte, postet diese Videos nicht mehr. So wie der Monte schon gesagt hat, wegen diesem Verfahren. Guckt, dass ihr es bitte nicht mehr postet. Also, wie ihr gesehen habt vom Video, hat sie mich angegriffen und nicht ich sie. Ich habe ihre Hand gehalten, so dass ich die Ohrfeige oder die Faust, keine Ahnung, abbremsen wollte. Ist ja klar. Jeder Mensch tut sich ja verteidigen. Aber ich habe auch eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung. Mein Glück war, dass ich Zeugen hatten und dass das Video auch vorhanden ist. Und falls das Video auch im Gericht nicht verwendbar ist, dann habe ich ja noch die Zeugen. Ich meine, ihr habt ja selber gesehen, was Sache war. Ich denke, ich werde nicht dafür belangt, wenn ich jemanden seine Hand von mir wegmache. Wenn diese Person mich schlagen möchte. Dann gibt's Leute, die sagen, veröffentlicht das nicht. Warum stellt ihr sie bloß? Die ist doch krank. Man muss doch die Leute warnen vor ihr. Also ich, ganz ehrlich, ich will gar kein Berg aktuell mehr sehen. Wie hast du es rausbekommen? Ich habe es rausbekommen, dass sie mein Auto genommen hat. Also besser gesagt, ich bin ein Mensch, was mir gehört, gehört auch dir. Wenn wir in einer Beziehung sind. Und das Schöne an der Sache ist, ich kann mit meinem Handy verfolgen, wo das Auto ist. Und dann habe ich mit ihr geschrieben, habe gesagt, wo bist du und so weiter. Dann hat sie gesagt, ich bin beispielsweise bei meiner Freundin. Und da war sie dann im McDonald's. Oder ich bin zu Hause, hat sie zu mir gesagt, aber war dann in der Stadt. Da habe ich schon gecheckt, dass die anfängt zu lügen. Also jetzt nicht auf ihn, auf sie, auf die Olle meine ich. Ekelhaft.
Boah, der hat Also meine gerauscht. Familie hat wirklich traurig reagiert. Klar. Vor allen Dingen, meine Mutter hat mir wirklich sehr leid getan. Es gab damals eine Diagnose, dass sie Leukämie hat. Leukämie habe ich gar nicht gewusst, das Wort, bis sie mir es gesagt hat. Leukämie ist Blutkrebs und da bekommt man Chemo. Ich habe diese Unterlagen oder diesen Attest habe ich noch nie gesehen, aber im Nachhinein wird man immer schlauer. Also hat sie das Und was ich gelogen? auch frech finde, ist, wenn wir mit meiner Mutter in der Stadt waren oder einkaufen waren, hat sie nichts getragen und meine Mutter musste die Tüten tragen. Also ich und meine Mutter beziehungsweise, weil meine Mutter hat dann immer gesagt, ah, lass sie, sie hat Leukämie, sie muss sich ausruhen und so weiter. Richtig. Also ich weiß nicht, ob sie Leukämie hat oder nicht, aber ich zweifle jetzt so langsam dran. Löwenaktion. Was hat sie beruflich gemacht, fragt jemand. Im Bauunternehmen als Sekretärin gearbeitet und hat eine Umschulung gemacht. Ich schwöre, der soll froh sein, dass sie weg Wieso kein ist. Ehrenmord? Warum soll ich mein Leben begraben für Das eine ist die gewisse Frage. Person, wo es nicht mal wert ist, die Hand hochzuheben? Sehr Wie habt gute ihr euch Antwort. kennengelernt? Also wir haben uns an der Tankstelle kennengelernt, ich habe sie angesprochen. Sie hat mir einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich als Person arbeite sehr viel, jeder, wo mich kennt, weiß es. Ich gehe morgens raus, komme abends heim. Ich bin sehr fleißig, was das angeht. Und eigentlich kann ich mich über nichts beklagen. Ich habe wirklich alles in meinem Leben schon gehabt oder habe es immer noch. Mehr wie ich brauche. Bei ihr war es einfach so, dass sie mir die Leere genommen hat. Obwohl ich alles hatte, hatte ich trotzdem eine Leere. Und sie hat mir diese Leere gefüllt. Sie hat mir auch immer eingeredet, sie geht nie in den Club, sie geht nie raus und sie ist ein Familienmensch. Was hat sie noch gesagt? Dann hat sie mir manchmal Koranversen aufgezählt, wo ich dann gesagt habe, wow, so eine Frau findet man nicht mehr leicht. Und Ja. dann hat das eine zum anderen geführt. Dann habe ich ihr den Heiratsantrag in Paris gemacht, auf dem Eiffelturm. Da war sie ganz geschockt. Und ja, du siehst gut aus. Dankeschön. 3,5 Jahre. Warum bist du so naiv? Sie war eine sehr gute Schauspielerin, aber ich habe sie am Ende getoppt. Also ich habe vom Meister gelernt, sagen wir es mal so. Da kann ich ja froh sein, Bruder, dass du die nicht geheiratet hast. Ja, das ist wirklich so. Oder besser gesagt, dass ich auch kein Kind mit ihr zusammen habe. Oh. Ja. Ja. Ja, ich gehe mal jetzt so ein bisschen auf den Verlobungsfeier rein. Also ich war ganz schön nervös, wo ich diese Anrede gemacht habe. Ich habe an diesem Tag war ich um 14 Uhr beim Friseur, 14:30 Uhr war ich fertig. Dann habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen, Kollegen, Freunde, und habe sie ein bisschen eingeweiht, weil mir war es klar, dass sie auf mich losgehen würde. Also wenn ihr genau das betrachtet, ich habe mich auf die Türseite gestellt. Das heißt, ich habe mich weg von den Vasen gestellt. Ich war wirklich froh, dass ich keine Vase auf den Kopf gekriegt habe. Das habe ich ja schon damit gerechnet. Junge, wie krank muss die gewesen sein? Rechnet man doch nicht mit. Wie konnte ich 5 Monate mit ihr zusammen sein? Noch zusammen sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich euch auch gerne beantworten. Ich habe Beweise gesammelt. Und diese Beweise und Unterlagen haben Zeit gebraucht. Und es war ein bisschen länger wie 5 Monate, weil ich habe noch andere Sachen rausbekommen, was mich selber schockiert hat. Aus welchem Land kommst du? Tunesien. Meine Wurzeln sind aus Tunesien. Ich bin in Ludwigshafen geboren und in Ludwigshafen aufgewachsen. Liebst du sie noch? Definitiv nicht mehr, nein. Meine Liebe wurde zum Hass. Aber was du durchgemacht hast, ist wirklich ehrenhaft, grob, gerne, hart, Das Bruder. Ich kannst du hätte, ich hätte. dir gar nicht vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe Also, auf der Arbeit habe ich Stress gehabt. Ich bin nach Hause gekommen und ich war noch mehr gestresster. Ich habe mich wirklich selber geekelt, wo ich sie umarmt habe, wo sie mich umarmt hat, wo ich mich neben ihr hingelegt habe, wo ich Fernsehen mit ihr geschaut habe. Alles habe ich mich von mir selber geekelt. klar. ich hätte es niemals geschafft, 5 Monate. Ich wäre direkt geplatzt. Soll ich Was sterben? würdest du Ja. machen? Weißt du, wie viele Leute mich gefragt haben, warum hast du nicht geschlagen? Warum hast du dies nicht gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Für was? Ja. Wenn du keine gescheite Frau hast oder so, entweder habe ich eine Frau, wo schon erzogen ist, oder ich teile die ab, ganz einfach. Also, Für ich mich hätte ist es. das hier. Krass, wie du ruhig geblieben bist. Also, die Leute können es bestätigen, ich war zwar ruhig, aber innerlich habe ich gekocht wie ein Vulkan. Mein linkes Auge hat wegen Stress und Schlafmangel die ganze Zeit gejuckt und gezuckt. Das geht irgendwie zu schnell. Ja, sie versucht, ich habe eine Frage gekriegt, ob sie versucht hat, bei dir in die Wohnung reinzukommen. Ja, nach dem Verlobungssaal, also nach der Feier, besser gesagt nach der Offenbarung, ist sie direkt zu mir in die Wohnung und wollte in die Wohnung rein. Aber was Beweise sie nicht finden. gewusst hat, ist, dass der Schloss nicht mehr gepasst hat. Also der Schlüssel in den Schloss. Ich habe den Schloss austauschen lassen. Also wie gesagt, ich habe damals Instagram gehabt, habe ich dann gelöscht wegen ihr. Und am Sonntag habe ich mir Instagram wieder neu hochgeladen.
Besser gesagt, sie hat es mir deaktiviert, weil ich kenne mich doch nicht so gut aus mit den sozialen Netzwerken. Sie hat es mir deaktiviert und dann bin ich nicht mehr reingekommen. Ich vermute, das hat sich wieder gelöscht. Und TikTok habe ich seit Sonntag. Deswegen kenne ich mich doch auch nicht so richtig aus. Wer ist Jessica? Habe ich Frage gekriegt. Wer? Wer ist Jessica? Keine Namen nennen, das wird uns später nachteiliger. Also ich kann nicht alle Fragen beantworten, ich muss warten. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, weil ich muss auch auf die Akte warten. Also besser gesagt, was alles gegen mich in die Hand liegt. Hast du sie betrogen? Also ich habe mit ihr schon lange abgeschlossen, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich neue Frauen kennengelernt, ja, aber ich habe mit keiner Frau sexuellen Kontakt gehabt. Also hier geht es gar nicht um Betrügen oder nicht Betrügen. Was mich angekotzt hat, ist, dass die Mutter sie fördert. Da ist mir der Kragen geplatzt. Und dass die Mutter mich umarmt, also die serviert erstmal Börek für einen anderen Typen. Ein paar Tage später bin ich dann dort zu Besuch und serviert mir dann auch Börek. Also hat sie mir den Rest serviert, was er vorher gegessen hat? Oder wie soll ich denn das verstehen? Die konnten und keiner von der Familie hat mir ein Gefühl gegeben, dass da was nicht stimmt. Die haben alle einen auf dumm gemacht oder unwissend. Dass eine Person Schauspieler hat, okay, mag ja sein. Dass sie mich betrogen hat, okay, kann man ja auch noch im schlimmsten Fall verstehen, akzeptieren, je nachdem, also das ist halt Charaktersache. Aber dass die komplette Familie dort mitspielt, ich weiß nicht, ich könnte es nicht als Mensch. Die werden noch von Karma genau, das kriegen, was sie verdienen. Als Mann kann ich auch nicht zu meiner Mutter eine Frau bringen, wo ich seit 4 Tagen kenne. Nicht mal in Gedanken würde ich es machen. Also so sehe ich das. Natürlich ist es, jeder hat seine eigene Meinung. Du hast recht, Bruder. Bis zum Schluss hast du recht. Ja, sie war Türkin. Aus Trabzon. Ah, und das Witzige ist, sie sagt zu mir, nur ein richtiger Mann heiratet eine Frau aus Trabzon. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, du hast recht. Und habe mir nur gedacht, nur ein heiratet eine Frau aus Trabzon. Also, ne, versteht mich nicht falsch, ich habe jetzt falsch formuliert. Nicht alle Frauen sind gleich, das ist mir auch schon klar. Ich meine, meine Finger sind auch nicht alle gleich. Es gibt von überall gute und schlechte. Aber dass sie mir das so sagt, da hat den anderen betrogen und dann hat sie dann gesagt, was ist das für eine billige und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, du hast recht, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, du bist ja noch schlimmer. Weil die waren ja im Hotel in der Netflix-Serie. Weißt du, was ich meine? Kopf. Also. Die waren ja im Hotel, das kann ich ja noch verstehen. Aber die waren ja nicht bei ihrer Mutter. Also was die abgezogen hat mit dem Bruder, ehrlich, respektlos. Für mich 2 Generationen haben einen Dachschaden. Ja, die haben auch einen Dachschaden, nicht normal. Ja, ja. Also da gibt's ja noch andere Geschichten, aber die wirst du ja jetzt nicht preisgeben. Aber das, was du mir alles schon erzählt hast, ehrlich, unglaublich. Wenn die Leute das noch mitkriegen, was da noch rausgekommen ist. Also ganz ehrlich, wenn ich was behaupte, dann lege ich es auch vor. Das ist jetzt keine Aussage gegen Aussage oder so. Wenn ich nichts in der Hand habe, mache ich meinen Mund auch nicht auf. Ja, die Leute fragen mich, wie du es erfahren hast. Ich habe das so erfahren, also ich bin skeptisch geworden. Und da ich so skeptisch geworden bin, habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe recherchiert, dass 3 Nachnamen bei dieser Familie existieren. Dann hat es mich auch gewundert. Die Schwester heißt Andersda mit Nachname, sie heißt Andersda mit Nachname und die Mutter heißt mit Familiennamen Andersda. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich bin gewohnt, dass jemand 2 Vornamen hat, aber doch keine 3 Familiennamen. Also ich kenne keine Nation, wo das so ist. Das war schon komisch. Dann habe ich sie gefragt und da hat sie mir gesagt, mein Vater ist Italiener und meine Mutter ist Türkin. Das war so der Stand der Dinge, was sie mir gesagt hat. Und dann habe ich rausgekriegt, dass der Vater Türke ist. Also einen türkischen Familiennamen hat, so wie die Mutter einen türkischen Familiennamen hat. Und danach habe ich sie zur Rede gestellt und danach kam das dann raus, dass ihr Opa oder ihre Oma halb Italiener sind. Also für jede Aussage hat sie eine Antwort gehabt, komischerweise. Ja, die war eine gute Lügnerin, oder? Die war wirklich eine Schauspielerin. Ich weiß, um was es ging. Ich weiß schon länger, um was es ging. Es ging einfach nur, dass ich meine Unterschrift auf dieses Formular hier untersetze. Die wollte ich ausnehmen wie eine Gans. 100 Euro. Ja. Aber okay, viel Glück bei dem nächsten. Vielleicht kriegt sie dort Miami einen Heiratsantrag oder keine Ahnung. Oder in Bangladesch. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes. Versteht mich nicht falsch. Ich will aber mit diesen Leuten, mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Weil was ich nach der Verlobung alles noch rausgekriegt habe und bevor sie mir fremdgegangen ist, das hat mich noch mehr schockiert. Aber wie gesagt, ich habe meine Zeit gebraucht, ob es jetzt 5 Monate war oder ein bisschen länger, bleibt mir jetzt so im Raum stehen, aber ich habe angefangen zu recherchieren. Und ich habe die Beweise und ich kann es vorlegen, nicht nur vom Fremdgehen. Und ich hoffe sogar, dass ein Gericht kommt. Weil wenn dieses Gericht kommt, ich habe auch zu meinem Anwalt gesagt, schau, dass ein Gericht kommt, dann werde ich euch alle mitteilen, wann dieses Gericht ist und wenn es öffentlich ist, könnt ihr euch das selber live miterleben. Geil. Ja. Diese Frau. Ich darf ja keine Namen preisgeben. Aber ich kann ja sagen, ich habe an diesem Tag einen Gerichtstermin. Ja, muss bloßgestellt werden, ehrlich. Ich schreibe bei mir, kennst, hast du den Typ gekannt? Den Typ? Nein, habe ich nicht gekannt. Aber
Der Typ, also ich habe den Typ gefragt und was mich auch wirklich schockiert hat, dass er noch mein Auto gefahren hat. Das heißt, ich habe mein Auto ihr gegeben, dass sie nicht laufen muss, dass sie keine Bahn nehmen muss. Und sie gibt einfach mein Eigentum einem anderen weiter, wo sie, keine Ahnung, 2-3 Tage kennenlernt. Also am 4. Tag war er bei ihrer Mutter. Ich meine, wie dreist muss ein Mensch sein? Ne, jetzt mal ohne Spaß. Kann das mir mal einer beantworten von euch? Ich check das bis heute nicht. Also ich hätte sie kaputt geschlagen und ihn auch. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber für was? Ja, wenn ich Müll zu Hause habe, dann trage ich den Müll runter. Ja, richtig stark. Super, Monte. Ja. Du hast da gut reagiert. Es hätte alles anders ausgehen können. Das war wirklich nicht einfach für mich. Natürlich. Der war zu nett. Ich kann mir das vorstellen. Der hat mir gesagt, warum hast du schwarze Augenränder? Warum bist du unter Stress? Warum hast du schlechte Laune? Er hat mich dann angefangen anzugucken mit anderen Augen. Aber für mich war es okay. Weil ich habe gewusst, was ich vorhabe und was ich mache. Und ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ehrgeizig. Wenn ich was in meinen Kopf setze, ziehe ich das auch durch. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache. Also bei dir muss der Schmerz tief sein. Es war schon bei mir schon, hat schon wehgetan, wo ich das alles mitbekommen habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es bei dir war. Bei dir muss es extremer gewesen sein, weißt du, was ich meine? Deswegen tut es mir leid, Bruder. Aber du hast es gut gemacht. Stell dir vor, du hättest die geheiratet. Du hättest Kinder mit der. Ja, nee, du hast es. Gott hat dir geholfen und hat dir rechtzeitig ein Zeichen gegeben, weißt du, was ich meine? Egal, es ist so, wie es ist. Ich hoffe, dass ich in Zukunft mal wieder eine Frau vertrauen kann, dass ich Gefühle entwickeln kann. Also momentan ist es für mich so, dass es gerade ausgeschlossen ist. Momentan will ich so oder so gerade nur meine Ruhe haben, mit meiner Mutter viel Zeit verbringen, mit Freunden Zeit verbringen, weil das alles habe ich vor kurzem auch gar nicht gehabt. Die Frau hat mich so weit gebracht, dass ich von meiner eigenen Mutter den Kontakt runter reduzieren musste, so dass sie nicht mitkommt, weil ich wollte sie bei meinem Heiligtum, also bei meiner Mutter, nicht drin haben. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn so eine Frau sowas abzieht und ihre Mutter noch mit, kannst du so eine Frau, unabhängig ob es meine Mutter ist oder eine Frau, wo jeden Tag 5-mal am Tag betet, würdest du so eine Frau mit reinnehmen oder ihr? Stellt euch mal selber diese Frage. Bruder, ich könnte meine Mutter gar nicht in die Augen gucken. Ich habe mich geschämt. Ich hab's meiner Mutter erzählt, an dem Tag nach der Verlobungssaal, sie hat immer noch zu mir gesagt, nein, glaube ich dir nicht. Bis ich die Beweise vorgelegt habe und sie es mit ihren eigenen Augen gesehen hat. Die war bestimmt auch geschockt. Die war geschockt, ich habe in ihren Mutter Augen Tränen so gesehen. Ja. Und wer war dran schuld? Ja. Ich war dran schuld. Weil ja. Ich habe sie doch zu meiner Mutter gebracht. Ja. Meine Mutter hat sie doch zugedeckt und ihr einen Stirnkuss gegeben. Wenn das ein Sohn sieht, dass eine Mutter so mit einer Frau umgeht, was heißt das? Das heißt, die Mutter hat diese Frau dann akzeptiert, oder nicht? Und es ist ja nicht einfach, dass eine Mutter ihre Schwiegertochter akzeptiert. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch noch Zickenkrieg. Ah, jo. Das wissen wir alle. Also für eine Träne von meiner Mutter würde ich die Welt verbrennen. Und sag ich dir ganz ehrlich. Das hat mir wirklich den Schmerz gegeben. Sie hat mich oft angerufen, meine Mutter hat gesagt, komm vorbei, ess was und so weiter. Ich habe gesagt, Mutter, ich kann nicht, ich habe viel Stress auf der Arbeit. Obwohl ich sogar die Zeit nehmen konnte, aber ich nicht hingehen wollte. Weil die haben ja auch miteinander Kontakt gehabt. Sie haben ja miteinander ab und zu mal geschrieben, ab und zu mal telefoniert. Wie alt war sie? Sie war 25 Jahre. Alle Spenden an dein Live. Ihr werdet sehen, was ich mit diesem Geld mache. Danach werde ich euch preisgeben, was ich damit gemacht habe. Weil ich habe dieser Person versprochen, dass ich erstmal seine Geschichte und seinen Namen nicht nenne. Auch dort liegen mir Beweise vor. Ja, warte jetzt ab, was dein Anwalt sagt, mein Bruder. Und dann. Ich kann das so nicht verstehen. Sie hat wirklich diese Frauentaktik abgezogen. Sie ist nach der Verlobungsfeier zu mir gekommen, also nach Hause. Und hat dann, habe ich die Polizei angerufen. Ich habe es ja hier noch auf dem Handy, kann ich euch gerne zeigen. Ah, ne, das ist auf dem Handy. Auf jeden Fall, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Am Samstag habe ich die Polizei gerufen, habe denen geschildert, was passiert ist. Ich habe zu denen gesagt, ich habe eine Verlobungsfeier gehabt, ich habe meine Verlobte verlassen. Sie hat mich angegriffen im Verlobungssaal. Sie ist jetzt vor meiner Haustür und randaliert noch vor meiner Haustür. Die Nachbarn haben es gesehen. Gäste sind vom Verlobungssaal mitgegangen, wollten mich auch nicht alleine lassen, weil sie auf mich losgegangen ist. Und dann sagt der gute Polizist zu mir, ihr seid ja zwei erwachsene Menschen, klärt das bitte untereinander. Da habe ich gesagt, ich kann mit dieser Frau nicht reden, bitte schicken Sie mir eine Streife. Da hat er gesagt, nein, können wir gerade nicht machen, geh eine Straße weiter. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich eine Straße weitergegangen. Und dann ist das Geschrei vor meiner Haustür losgegangen, so dass die Nachbarn das sogar noch mitbekommen haben. Vielleicht gucken auch jetzt Nachbarn zu und können sich auch dazu äußern. Dann konnte ich meine eigene Wohnung nicht betreten. Also das hat mich wirklich schockiert. Und am Sonntag, wo Real Madrid, wer hat gespielt Sonntag? Real Madrid gegen Barcelona, ne? El Clásico. Ja. Habe ich mit zwei Freunden in der Wohnung, habe ich dieses Spiel geschaut. Auf einmal, die Klingel habe ich ausgemacht, ne? Seit Samstag schon. Fängt an zu klingeln, fängt an zu klopfen. Dann gehe ich so an die Tür, guck in dieses Spionenloch rein, es ist dunkel. Dann sage ich, wer ist da? Und dann sagt sie, mach bitte auf, ich bin es. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mach dir nicht auf, was willst du? Geh bitte weg. Und dann hat sie gemeint, ja, ich bin mit meiner Freundin da. Da habe ich gesagt, ihr seid beide hier nicht erwünscht, ist mir egal, auch wenn du mit 10 Freundinnen da bist. Dann habe ich zu ihr gesagt, geh bitte runter und lass mich in Ruhe. Sie hat es nicht verstanden. Dann habe ich wieder die Polizei angerufen. Dann hat der gute Mann hat mich dann wieder erkannt und hat dann zu mir gesagt, ah, sie haben ja gestern schon mal angerufen. Habe ich gemeint, gut, dass sie das noch in Erinnerung haben. Ich brauche jetzt bitte eine Streife.
Dann ging das hin und her und dann habe ich also eine leichte Diskussion mit dem guten Beamten gehabt und habe zu ihm, also er hat mich nicht ernst genommen als Mann, da ich die Polizei geholt habe, weil es eine Frau ist. Ich meine, was soll ich machen, deiner Meinung nach, Sasa? Ja. Wenn sie auf mich losgeht, ich kann ja mit dieser Person nicht reden. Und wenn er sich Ich will mit schlägt, dieser Person auch gar nichts mehr ja. reden. Ich will mit dieser Person auch nichts mehr zu tun haben. Oder die ist jetzt gekränkt, verletzt und die versucht jetzt alles, weißt du? Stalkerin ist es. Und So einfach. wenn ich monatelang gekränkt und so weiter bin, gehe ich doch auch nicht auf Leute los. Ja. Natürlich. Oder nicht? Und wenn es umgekehrt wäre, hätte sie die Polizei angerufen. Glaub mir, die hätte mich mit der Handschelle abgeführt. Ja. Es ist halt traurig, dass es war. Und danach habe ich die Polizei gerufen am Sonntag. Dann habe ich die hochgelassen. Dann habe ich im Flur hab ich gehört, wie sie zu dem guten Polizeibeamten gesagt hat, er bedroht mich. Dann habe ich mir wirklich das Lachen verkniffen, habe dann die Tür aufgeschlossen zweimal, habe dann gesagt, guten Abend, wenn Sie wollen, kommen Sie rein. Ich habe sie auch reingelassen. Ich wollte ja auch Ja. nicht, dass die Nachbarn das alles mitbekommen. Ah ja. Weil ich meine, es ist Sonntagabend. Nächsten Tag müssen die Leute arbeiten und schaffe gehen. Ich meine, so viel Respekt muss man ja haben. Dann sind die reingekommen. Dann hat sie zu dem guten Polizeibeamten gesagt, mein Video geht rum. Und dann habe ich gesagt, was für ein Video? Dann hat sie gemeint, ja, das geht in TikTok rum. Dann habe ich gesagt, seit wann habe ich TikTok? Aber nach dieser Aussage, wo die es gesagt hat, habe ich es mir dann runtergeladen. Also besser gesagt, die hat mich auf die Idee gebracht. So wie der Zufall das will. Und dann hat der Polizeibeamte sich das Video angeschaut und hat gemeint, ja, ist doch schön, ich weiß ja gar nicht, was das Problem ist. Ihr Ex-Verlobter haltet eine Rede und sie laufen ins Bild rein. Der Verlobte, der, oder ihr Ex-Verlobte wurde ja aufgenommen, nicht sie. Sie sind ja ins Bild reingelaufen. Das Ja. hat, also das hat ihr gar nicht gepasst. Und dann habe ich zum Polizisten geäußert, was kann ich dafür, wenn andere Leute dieses Video ins Netz stellen? Also ich bin kein Freund davon, ich wollte es auch nicht, dass es ins Netz kommt. Aber ich kann es nicht entscheiden, wenn jemand etwas ins Netz stellt. Ich habe nichts dagegen, wenn ich im Netz auftauche. Ja, Ist schön. mir Latte. Ob so ist oder nicht, mich interessiert es nicht. Dann hat sie zum Polizisten gemeint, meine Sachen sind noch in der Wohnung drin. Da habe ich gesagt, es kann nicht sein, ihre Sachen sind nicht hier. Dann sind wir rumgegangen, ich habe aber gewusst, was sie dann gemeint hat. Sie hat Unterlagen gemeint, Papiere von ihrer Arbeit und so weiter. Sie wollte meine Papiere und ihre Papiere in den Karton reinschmeißen. Nein. Dann habe ich zum Polizisten gemeint, nein, stopp. Entweder gucke ich alle Papiere, Unterlagen an und wir tun es einzeln rein oder wir blasen die Aktion ab. Das ist ein guter Wille gerade von mir. Ich meine, ich habe das Hausrecht hier. Also ich vermute, sie wollte Unterlagen von mir wegnehmen oder zu ihr Belege, keine Ahnung, Arbeitsunterlagen etc. Naja, sehr, sehr traurige Thematik. Jetzt habt ihr einen groben Überblick, wie genau da alles ablief. Es gibt tatsächlich Frauen, die sich dann ins Internet stellen und versuchen, dieses Mädchen, diese Verlobte da in Schutz zu nehmen. Und spätestens da wisst ihr, unsere Welt ist verloren. Social Media, alles drumherum hat die Frauen, also einen Teil der Frauen, heutzutage komplett verdorben. Das ist meine persönliche Meinung. Aber jeder kann das ja anders sehen, so wie er will. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dann und ciao!